Herzlich willkommen zu eurem tollsten Reisemagazin, heute von der Brücke von Aida Bella. Und weil ich ja noch ein bisschen im Urlaub bin, teile ich mir das mit Olli. Olli, der erste Bericht ist? Eine wunderbare Charity-Aktion von den Kollegen von Aida Blue. Dann war bei Ihnen Morris hier an Bord, da haben wir ganz tolle Bilder mitgebracht. Und? Getaucht wird auch noch an Bord von Aida Luna. Bitteschön. Die Kollegen an Bord von Aida Blue hatten eine richtig gute Idee mit Herz und Verstand. Eine Charity-Aktion. Es geht darum, anderen Menschen zu helfen und zu unterstützen. Die ganze Geschichte, die kommt jetzt. Viel Spaß. Auch für mich als Kapitän ist es natürlich besonders, einen Erdteil zu besuchen, auf dem ich noch nie vorher war. Und Madagaskar steht da sinnbildlich auch für Afrika. Und das war für mich auch sehr spannend und sehr neu. Als ich hier an Bord kam, wurde mir das Fahrtgebiet als sehr schwierig vorgestellt und ich habe mir dann selbst einen Eindruck verschaffen können. Über die Reisen hinweg habe ich jeden Hafen in Madagaskar besucht und überall war es das gleiche Bild. Also natürlich herausfordernde Umstände, aber immer wieder freundliche Menschen, lebensfrohe Menschen, die mit Stolz ihr Land vorgestellt haben, und das hat mich zutiefst beeindruckt und ich dachte, es wäre eine sehr, sehr schöne Geste, auf der letzten Reise etwas zurückzugeben. Da ich in jedem dieser Häfen an Land war und mir das Land und die Leute habe zeigen lassen, habe ich mich entschlossen, wir haben das in der letzten Primetime angesprochen, dass wir eine Seekarte am Sonnabend versteigern wollen und die gestalte ich selbst. Das ist eine sehr einmalige Aktion und diese Seekarte ist natürlich ein Unikat und ich werde sowas nicht so häufig in meinem Leben machen, weil, wie ich schon sagte, Zeichnen etwas sehr Privates für mich ist. Bitte begrüßen Sie unsere Auktionarin Lisa Goblin und unseren Kapitän Tönnies Kurs. Ich suche 100 Euro und es geht um diese tolle Seekarte. 100 sind gefunden. Wir suchen 120 Euro. Wer bietet mir 120? Gefunden. 140. Wer bietet mir 380? 380 habe ich auch. 4.500 zum ersten und zum zweiten. 4.500 sind gefunden. 5.000 Euro für unsere besondere Seekarte gefunden. 1.500 Euro zum zweiten gefunden und zum dritten verkauft für 5.500 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Meine Damen und Herren, unser heutiger Gewinner der Auktion. Herzlichen Dank aus vollstem Herzen. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Alexander. Alexander, das Geld ist dem SOS-Dorf in Tormasina eine Menge wert. Damit kann sehr, sehr viel Gutes getan werden. Um das eigene Glück oder das eigene Leben so wertzuschätzen, dafür müsste mancher einfach mal nach Madagaskar fahren. Und ich glaube, dann wäre er viel zufriedener. Ja, wir verlassen jetzt dieses Fahrtgebiet und fahren wieder in unsere Sommerdestination, in die Adria. Und das ist auch emotional zweischneidig. Also es ist einmal Wehmut, hier fortzufahren und in die Adria und gleichzeitig Vorfreude, aber auch im November hier wiederzukommen. Nach all diesen Eindrücken, da möchte ich gerne noch anknüpfen in der nächsten Saison. Wir hier auf Aida Bella hatten Wayne Morris an Bord und das war richtig klasse. Ich denke, er soll sich selber ansagen. Macht Sinn. Oh, die Aida ist wie mein Zuhause. An dieser Woche zu Hause war die Aida Bella, Thailander Route, sehr zu empfehlen. Es hat gebebt, es hat gerockt und so. Einfach see for yourselves. Ladies and Gentlemen, bitteschön.
Ich baue meine Show auf wie eine Pyramide. Ich sammle die Leute erstmal mit Ukulele und mit Joke. Ooh, the colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people passing by. Ich bin ein alter Hase im Geschäft und ich habe die Beatles gesehen als junger Bengel. Und es war so schön und es hat richtig Klick gemacht bei mir. Und dann, mein Vater war ein berühmter Professional Fußballer. Aber ich habe gesagt, Papa, ich brauche eine Gitarre. Ja, aber du hast ein Fußball. Nee, ich brauche eine Gitarre. Ich habe Songs geschrieben für Status Quo. Und das war richtig interessant. Durch England getourt und Deutschland mit Status Quo zusammen. Und ich habe häufig an Status Quo Songs Gitarre gespielt. But AIDA ist für mich das absolute perfect medium für mein Show, für meine komische Jokes und all mein Rockzeugs. Es just passt alles Faust auf Augen hier. Und ich bin so happy and zufrieden. So oh, die AIDA, mein Zuhause. Denn wir gehen auf eine kleine Musikerreise zu unserer Vergangenheit eigentlich. Die Leute flippen aus. It's the greatest feeling ever, ever, ever. Und es war so schön hier mit euch an meiner letzten Show. Sollen wir nicht etwas zum Toppen? Sollen wir vielleicht in Rocking All Over the World am Ende der Abende, sollen wir machen Stage Diving? Ah! I mean, ich trau euch jetzt, ihr seid so nett zu mir, sie würden mich nicht fallen lassen, oder? I mean, aber nur ein bisschen als Gag, dass ich das filmen kann ein bisschen, weil das wäre so toll. Wenn das klappen könnte. Ja, klar, natürlich. Everybody sing it. Wenn ihr an Bord seid und euch noch nicht sicher seid, was ihr an Land machen möchtet, dann kommt doch einfach zu uns Scouts. Wir beraten euch gerne. Wir haben verschiedene Ausflüge im Angebot, zum Beispiel Bustouren, Biketouren, aber auch Tauchausflüge, wie zum Beispiel diesen. Schön, wir haben sogar eine Schildkröte gesehen. Eine Moräne haben wir, glaube ich, beim Schlafen gestört. Ein paar Kugelfische haben wir auch gesehen. Und jetzt geht's zum zweiten Tauchgang. Wir hatten Barracudas, wir hatten Kugelfische. War richtig schön, rundum toll. Und wenn ihr mehr wissen wollt über uns, dann geht ihr am besten auf www.aida.de oder in das nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Malaga. Weiter geht es zur andalusischen Stadt Cadiz. Nach einer eindrucksvollen Fahrt über den Tejo erreichen wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals.
Die nächsten Ziele sind A Coruña und Southampton. Von hier geht es weiter nach Seebrügge und Rotterdam. Noch ein Halt in Oslo und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Kiel. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder und die schönste Musik von Bord. Aber davor möchte ich mich gern bedanken. Meine Familie und ich, wir hatten einen wunderbaren Urlaub. Dank all dieser Kollegen und denen, die nicht hier sind. Es war wirklich großartig. Sie haben alles getan, damit wir eine tolle Reise haben. Wir haben was gesehen, wir haben was gelernt. Wir haben richtig Spaß gehabt. Das Essen war fantastisch, die Kabinen waren super. Mehr geht nicht. Und euch kann ich nur empfehlen, macht das auch. Asien mit AIDA. Tschüss. Red roses too, I see them blue for me and for you. I think to myself, what a... I see skies blue, clouds so bright, dark blessed days, dark sacred night, and I think to myself, what? Colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. And I see friends shaking hands, singing, how do you do? They're really saying, now your baby's crying, and I watch him grow. They'll learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yes, I think to myself, what a wonderful world.